herzlich willkommen zu einem neuen Video. Mit dabei ist heute wieder der liebe Epic. Hallo! Und Epic, wir befinden uns einfach hier in unserem kleinen Zuhause und wir sind gerade auf dem Weg zu unserer Arbeit, denn wir arbeiten derzeit als Assistenzärzte. Wir sind also, naja, angehende normale Ärzte, Doktoren könnte man sagen. Das heißt, wir helfen den Menschen und sind heute, wie gesagt, auf dem Weg zur Arbeit. Ich habe meinen Rucksack mitgenommen. Du kannst auch gerne deinen Rucksack mitnehmen. Wenn wir unsere Boote und wir haben das Glück, gar nicht so weit weg von unserer Praxis zu wohnen. Deswegen würde ich sagen, wir können direkt mal an die Anlegestelle hier gegenüber und wir sehen das schon direkt. Es ist anscheinend schon ein anderer Arzt da. Mal gucken. Wir haben einen Doktor, wir haben noch einen weiteren Assistenzarzt, den Dave. So, dann können wir mal ganz kurz zur Praxis laufen und ich bin sehr gespannt, wem wir heute helfen können. Vielleicht hat jemand Bauchschmerzen. Oder im schlimmsten Fall. Vielleicht hat jemand einen Knochen gebrochen. Ja, da müssen wir auf jeden Fall helfen mit einem Verband und allem. Und stimmt. Moment mal, die Praxis ist so schön geworden und wir sind hier komplett am Strand und ich sehe schon, da ist Dave. Er ist auch Assistenzarzt und ist gerade in der Ausbildung sozusagen. Dave, wie geht's dir heute? Oh, Cutter und Epic, der Oberarzt ist heute krank und kann nicht kommen. Ich habe schon 100 Anrufe bekommen. Wir müssen heute die Praxis alleine schmeißen. Ihr müsst heute ran. Oh, oh, okay, Moment mal, Epic. Also, wir waren noch nie alleine Ärzte, denn der Oberarzt ist einfach krank. Das heißt, wir müssen uns heute um alle Patienten kümmern. Und sehe ich da richtig? Das Boot fährt hier weg? Moment. Okay, da würde ich sagen, wir checken erstmal, ob alles stimmt. Wir haben hier ein kleines Untersuchungszimmer mit einem Bettchen und allen möglichen Mitteln. Das sieht eigentlich alles gut aus. Wir haben derzeit übrigens keine Patienten. Das heißt, die Praxis ist komplett leer. Wir haben relativ freie Betten. Da ist auch alles aufgeräumt. Und hier haben wir auch noch ein weiteres Untersuchungszimmer und sogar ein Röntgenzimmer. Und das ich denke, ist cool. Da ist auch alles tippitoppi. Das heißt, wenn jetzt ein Patient kommen sollte, sind wir auf jeden Fall dafür ausgerüstet. Und nein, Epic, dir geht's gut. Keine Pause. Lass jetzt nicht schlafen. Wir müssen immer bereit sein, wenn Leute kommen. Stimmt, ich bin so gespannt, wer unser erster Patient ist. Und vor allen Dingen, ich hoffe, wir können ihm schnellstmöglich helfen. Ich auch, oh Gott. Okay, dann würde ich sagen, wir warten mit Dave hier vorne und wenn jemand kommt, dann sind wir ready. Und warte mal, ich glaube, ich habe jemanden kommen sehen. Hey, Moment mal, das ist unser erster Patient. Hey, oh, er sieht ganz und gar nicht gut aus, Epic. Hey, wie geht's dir denn? Moment mal, warum bist du hier und was sind deine Symptome? Hallo, oh, hallo, alles gut bei dir? Hast du irgendwie Schmerzen? Du siehst aber an sich noch ganz gut aus. Also er kann laufen. Seine Augen sind geöffnet. Das sieht schon mal gut aus. Ich habe Kopfschmerzen und mir ist schwindelig. Oh nein, Moment mal. Wenn dir schwindelig ist, kannst du dich gerne mal erstmal hinsetzen. Moment mal. Setz dich ruhig erstmal hin und ruh dich kurz aus. Epic, okay. Ihm ist schwindelig und er hat Kopfschmerzen. Es könnte sein, dass er Migräne hat. Ich hatte ein Bogenturnier. Moment mal. Du warst gerade bei einem Bogenturnier. Hast du gewonnen? Beziehungsweise hat dich vielleicht ein Pfeil getroffen? Nein. Oh, da bist du wahrscheinlich direkt hier in die Praxis, oder wie? Das könnte sein. Okay, Moment mal. Also, wenn du möchtest, ist dir denn so schwindelig, dass du dich irgendwie hinlegen möchtest oder so? Mir wurde kurz schwarz vor Augen. Okay, okay, das hört sich ganz und gar nicht gut an. Also, es ist auf jeden Fall keine Migräne, sondern irgendwie durch richtige... Oh Gott, er legt sich sofort hin. Wenn du möchtest, wir haben oben auch ein Bett. Okay, Moment mal. Wenn du möchtest, wir können auch erstmal ins Untersuchungszimmer. Da ist wirklich auch ein kleines Bettchen. Schau mal, vielleicht schaffst du es noch, dich hier hinzulegen. Oh nein, echt? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, dann würde ich sagen, wir geben ihm sofort ein paar Schmerzmittel. Die haben wir hier vorne. So, dann nehme ich ganz kurz eine Schmerzmittelpackung. Und guck mal, davon kannst du direkt mal zwei nehmen. Ich hoffe, oh Gott, guck mal, hier. Nimm davon direkt mal zwei ganz kurz. Oh Gott, aber wenn er so Schmerzen hat, ist ja ganz und gar nicht gut. Okay, Epic, wir müssen jetzt erstmal ausschließen. Es kann auf jeden Fall keine Migräne sein. Er hat wahrscheinlich genügend geschlafen. Es kommt wahrscheinlich davon, dass dich ein Pfeil getroffen hat. Vielleicht hat er eine Gehirnerschütterung. Das könnte sein, Kater. Ja, beim Bogenturnier wurde er vielleicht aus Versehen von einem Pfeil getroffen. Ich glaube, das ist wirklich unsere Diagnose. Du hast eine Gehirnerschütterung bekommen, weil du von einem Pfeil getroffen wurdest. Oh nein, okay.
bei einer Gehirnerschütterung darfst du dich auf jeden Fall nicht wirklich viel bewegen. Das heißt, am besten kommst du mit hoch und legst dich einfach ins Bett. Wir kümmern uns die nächsten Tage dann um dich. Okay, warte mal, du kannst gerne mal mitkommen und du bekommst Schmerzmittel von uns erstmal, damit jetzt erstmal es dir ein bisschen besser geht vorübergehend. Okay, du kannst gerne hier das erste Bett nehmen. Du kannst dich da hinlegen oder hinsetzen, wie du möchtest. Und wir hoffen dann, dass es dir bald besser geht. Aber es geht wirklich, du musst dich wirklich, wirklich, naja, nicht bewegen. Das ist am besten. Und wenn du dich übergeben musst, ist es auch nicht schlimm, okay? Das wird schon wieder, okay. Dann würde ich sagen, er hat auf jeden Fall seine Schmerzmittel bekommen. Ihm sollte es jetzt auch bald besser gehen. Wir können natürlich auch gleich nochmal nach ihm schauen. Aber Epic, wir müssen wieder runter, falls der nächste Patient kommt. Oh ja, stimmt. Okay, die restlichen Packungen von den Schmerzmitteln mache ich übrigens wieder rein, falls wir die benötigen. Wir haben auch noch Betäubungsmittel, was ganz cool ist. Und natürlich ein Stethoskop, falls jemand irgendwie abgehört werden müsste. Okay, Dave hat, glaube ich, auch jetzt keinen gesehen, beziehungsweise sonst würde eigentlich ein Patient schon hier sitzen. Ich kann mal ganz kurz gucken. Epic, das ist ein kleines Kind. Oh, tatsächlich, und das humpelt. Moment mal, alles gut? Oh Gott, der humpelt ja richtig, richtig krass und er ist klitzeklitzeklein. Oh nein, wo sind denn deine Eltern? Ich habe starke Schmerzen im Bein. Oh nein, ja, ich sehe es. Moment mal, er humpelt aber richtig doll. Er kann einfach gar nicht normal laufen. Stimmt. Und ich glaube, das eine Bein, das rechte, bewegt sich eigentlich auch kaum. Okay, ja, setz dich erstmal hin. Oh nein, Moment mal. Weißt du, wie das passiert ist? Bist du irgendwie hingefallen? Hast du irgendwie komisch gespielt, dass wir erstmal wissen, woher der Schmerz kommt. Ich bin beim Spielen vom Baum gefallen. Oh nein, du bist wahrscheinlich auf den Baum hochgeklettert und bist dann einfach runtergefallen. Okay, also da kann ich auf jeden Fall verstehen. Jetzt müssen wir nur schauen. Ist es das linke oder ist es das rechte Bein von dir aus gesehen? Also das linke oder rechte? Mein Bein, aua, das rechte. Okay, das heißt das hier. Dann würde ich sagen, Epic, wir müssen auf jeden Fall ausschließen, ob es sich um einen Bruch handelt oder ob es nur eine Prellung ist. Das könnte es auch sein. Oder vielleicht ist es auch wirklich nur ein dumpfer Schmerz erstmal. Das heißt, kleiner Junge, wir müssen dich leider röntgen. Da musst du dann ganz still sein. Du kommst in so eine kleine Röhre. Oh, musst du aber auch wirklich gar keine Angst haben. Wir sind die ganze Zeit vor dem Raum. Wir dürfen zwar nicht drinstehen, aber wir sind vor dem Raum. Und wenn es vorbei ist, kommen wir rein und dann geht es dir bestimmt bald wieder besser. Ich habe etwas Angst. Kann ich total verstehen. Aber du musst uns vertrauen. Nein, du gehst jetzt nicht wieder raus. Moment mal, Epic. Der kleine Junge will, glaube ich, gehen. Was ist denn hier los? Nein, 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 du musst hier bleiben. Und er weint. Oh, oh nein. Nein. Du musst nicht weinen. Alles ist gut. Du bekommst sogar vielleicht eine Süßigkeit danach. Es ist ein Deal. Du kriegst 3 Bonbons. Oder 5. Ja, okay, cool. Dann würde ich sagen, du kannst mir folgen. Wir sind noch ganz langsam, weil er humpelt ja ein bisschen. Und dann gehen wir nach oben. So, da vorne ist auf jeden Fall das Röntgengerät, beziehungsweise die Röhre. Du musst... Wo ist er hin? Ist er schon reingegangen? Moment mal. Er redet mit dem anderen. Hey! Er redet einfach mit unserem anderen Patient. Oh, er ist so süß. Okay, schau mal, du kommst jetzt einmal ganz kurz mit und kannst dich dann... Nein, falsche Seite. Links, links, links. Ja, okay, aber weißt du auch nicht, wo es lang geht. Und dann einmal bitte einfach in die Röhre reinlegen. Und er liegt drinne. Sehr gut. Und dann würde ich sagen, wir gehen raus, Epic. Er wird ganz kurz geröntgt und ich bin so gespannt... Oh je, hoffentlich hat er keinen Bruch. So, die Tür geht zu. Moment mal, da haben wir immer kleine Probleme. Jetzt bin ich eingesperrt. Aber mit der Tür, das müssen wir auf jeden Fall mal fixen. Okay, dann warten wir ganz kurz, bis der kleine Junge fertig ist, Epic. Ansonsten, ich würde sagen, wenn er vielleicht sein Bein gebrochen hat, können wir ihm eine Betäubungsspritze geben. Die mache ich schon mal ready. So, die hole ich und natürlich auch Schmerzmittel. Aber ich hoffe natürlich, dass es sich nur um eine Prellung handelt. Okay, dann warten wir ganz kurz vor dem Räumchen, wie versprochen, dass er auch keine Angst hat. Er müsste auch unsere Stimmen hören. Okay, dann warten wir und ich hoffe, dass er sich nichts gebrochen hat. Und Moment mal, das ist der Sound. Es ist fertig. Das heißt, Moment mal, wir können direkt mal gucken. Wir haben schon den Scan direkt hier gefunden. Und der kleine Junge ist draußen. Moment mal, das sieht sehr gut aus. Okay, kleiner Junge, wir sehen auf jeden Fall keinen Bruch. Dein Bein ist einfach immer noch komplett gerade. Das heißt, du hast wirklich nur eine Prellung und brauchst nur ein paar Schmerzmittel. Zum Glück. Zum Glück. Wenn er sein Bein gebrochen hätte, Epic, dann hätten wir im schlimmsten Fall ihm
ihm noch einen Gips geben müssen und so weiter und so fort. Also, kleiner Junge, guck mal. Du bekommst ein paar Schmerzmittel. Da kannst du vielleicht gerade mal so 2 oder 3 nehmen. Je nachdem, wie krass deine Schmerzen sind. Und jetzt ist natürlich die größere Frage, geht es dir denn schon ein bisschen besser mit den Schmerzmitteln? Ich glaube, ich weiß es nicht so ganz. Ja, mir geht es etwas besser. Okay, dann würde ich sagen, wir können dich entlasten. Du kannst gerne wieder nach Hause gehen. Er humpelt zwar noch ein bisschen, aber das müsste sich jetzt in den nächsten 10 Minuten eigentlich regeln mit den Schmerzmitteln. Dann kann er nach Hause schon deine Beine auf jeden Fall gehen, nicht so viel auftreten und red auf jeden Fall mit deinen Eltern darüber, okay? Ja? Okay. Dann würde ich sagen, wir können die Betäubungsspritze auf jeden Fall auch mal wieder zurücklegen. Die brauchen wir nicht. Und der kleine Junge muss jetzt einfach nach Hause humpeln. Oh nein. Aber bitte komm nicht so schnell wieder, ja? Immer schön aufpassen, wenn du spielst. Tschüss. Und Epic, Moment mal. Es wird auch schon langsam dunkel. Das heißt, die Praxis schließt sogar bald. Oh, aber wir haben noch einen Patienten. Oh, hey, wie geht's dir denn? Hallo. Moment mal. Sie hat ihre Katze einfach mitgenommen. Hm? Was ist hier los? Was sind denn deine Symptome? Warum bist du hier? Dann können wir dir gerne helfen. Meine Katze miaut die ganze Zeit. Ihr müsst ihr helfen. Epic, Moment mal. Was ist denn mal. Da los? Aber du weißt schon, dass wir kein Tierarzt sind. Sind, oder? Und die Katze ist riesig. Wow. Die Katze ist auch echt cute, aber das Miauen ist natürlich eine Sache. Also wir sind wirklich helfen. Ich kenne mich mit Tieren nicht aus. Wir sind ja auch nur auszubildende Ärzte gerade. Was weiß ich, was ich mit der Katze machen soll? Wollen wir sie, keine Ahnung, also röntgen ist schwierig, würde ich sagen. Ich bin mir auch nicht ganz sicher, was wir mit der Katze machen sollen. Okay, also du willst nicht zum Tierarzt jetzt gehen, oder? Ich denke nicht. Nee, okay, Moment mal. Also die Katze miaut die ganze Zeit. Das könnte sein, dass sie Hunger hat eventuell. Es könnte sein. Nee, das ist nicht nochmal. Sie miaut nicht wie sonst. Okay. Ja gut, dann vielleicht könnte ich mal die Katze abhören. Ich weiß nicht. Ja. Oh, falsches Ding. Hier, ich nehme mir ein Stethoskop in die Hand. Okay, dann einmal online. Sie weint. Oh nein. Wir helfen deiner Katze, okay? Dann wird alles wieder gut. Okay, okay. Dann würde ich sagen, einmal bitte mitkommen mit der Katze. Wir gehen nach oben und können da in das Untersuchungszimmer gehen. Dann gehe ich jetzt einfach eine Katze abhören. Was ist das denn, Epic? Oh nein. Okay, da sind alle. Die Katze kommt mit. Sie hört ja wirklich wie aufs Wort. Und dann mache ich hier nochmal ganz kurz das hier zu, weil sonst ist es vielleicht ein bisschen gefährlich für die Katze. Oh, das ist echt nicht leicht. Oh, Epic. Gotcha. Ach, egal. Das wird schon nichts passieren. Moment. Sehr gut. So, okay, die Katze kommt ganz kurz hier auf das Bettchen. Muss einmal ganz kurz mitkommen, kleine Katze. Ja, fast geschafft. Sehr gut, feines Kätzchen. Und ich höre dich jetzt ganz entspannt ab, okay? Also keine Angst haben. So, also Epic, ich höre auf jeden Fall einen Herzschlag. Es hört sich eigentlich alles ganz normal an. Und, Moment mal, ich höre noch einen Herzschlag. Was? Und noch einen Herzschlag. Oh. Epic, das hört sich an, als hätte die Katze kleine Kätzchen in sich. Die Katze ist schwanger, deswegen miaut sie so viel. Was? Nachwuchs, wie süß, das ist toll. Ja, die Katze ist schwanger. Ich habe ganz, ganz viele, naja, Herztöne bzw. Frequenzen gehört. Und die Besitzerin freut sich so sehr. Das ist der Grund, warum sie miaut. Oh, süß. Oh, sehr gut, Kater, stimmt. Wie cool ist das denn? Also, wir sind ja wirklich kein Tierarzt, aber ich kann dir eigentlich fast schon bestätigen, dass sie auf jeden Fall schwanger ist. Also, herzlichen Glückwunsch. Oh, und die Besitzerin freut sich so sehr. Okay, also für alles Weitere würde ich dir trotzdem empfehlen, einfach zu einem Tierarzt zu gehen und dann kannst du da alles abklären, wie das dann läuft. Auf jeden Fall Glückwunsch zu weiteren kleinen Kätzchen und ansonsten ist eigentlich nichts Schlimmes mit ihr. Danke für eure Hilfe, gar kein Problem. Dann könnt ihr gerne wieder gehen. Wir müssen nämlich auch gleich schon zumachen. Es wird langsam wirklich, wirklich spät, aber wir helfen natürlich den ganzen Patienten sehr gerne. So, ich gehe mal ganz kurz das Stethoskop zurücklegen. Und ich denke, es wird kein Patient mehr kommen. Tschüss, Leute, und tschüss, Katze. Bye, bye. Okay, wir haben noch kurz gewartet, aber es kam wirklich kein Patient mehr. Das heißt, Dave, du solltest auf jeden Fall noch da bleiben. Wir haben ja oben noch einen Patienten. Aber ansonsten, oh, Moment mal. Das habt ihr heute echt super gemacht. Die Nachtschicht übernehme ich. Euer Lohn sollte per Post schon da sein. Oh, sehr gut. Also kümmere dich auf jeden Fall um den Patienten, wenn er was braucht. Ansonsten gib ihm auf jeden Fall noch mal ein paar Schmerzmittel und Wasser.
Dave, wir sehen uns morgen. Hoffentlich, wenn der Oberarzt wieder da ist und wir nicht komplett den Laden hier schmeißen müssen. Das heißt, Abby, wir können nach Hause. Es geht nach Hause. Ich bin sehr gespannt, wie viel Lohn wir bekommen haben. Ich auch. Moment mal. Sehr gut. Ab nach Hause. Und wir sind wieder daheim und haben hier einfach eine Kiste. Und Epic, da ist unser Lohn drin. Ich nehme alles raus. Hey! Mein Lohn! Ich hab 16. Ich hab 49. Oha! Aber ich geb dir das Gata. Dankeschön. Oh, sehr gut. Aber der Tag war schon ein bisschen stressig, muss ich sagen. Also ich könnte das jetzt nicht jeden Tag machen. Vor allen Dingen, wir sind ja auch noch nicht komplett ausgebildet. Aber es hat sehr viel Spaß gemacht. Und Leute, wenn ihr sehen wollt, wie wir noch 24 Stunden in einem weiteren Job zum Beispiel verbringen, schreibt es gerne in die Kommentare. Wir sind auf jeden Fall sehr gespannt. Und morgen wird wahrscheinlich ein ganz entspannter Tag als Arzt. So, das war's mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch einen Daumen nach oben da. Schaut beim Epic vorbei. Und da würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss. Tschüss.